zu einem neuen Video. Arr, liebe Leute, herzlich willkommen. Lass das mal machen, das ist geil. Okay, 3, 2, 1. Liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich bin's Alexander vom Kanal Survival Pirat. Ich bin Luca. Genau. Und heute haben wir hier an unserem Underground Shelter, was auch so ein Projekt mit dem englischen Kanal ist, was zu tun. Wir haben Isomatten, Schaffelle, den Grail haben wir heute mit dabei. Wir haben hier was Hübsches dabei, was es damit auf sich das hat. Seht ihr doch. Genau. Und hier seht ihr schon, ist das Dach fertig. Das haben wir im letzten Video geschafft. Und heute wollen wir es, oder heute und morgen wollen wir es schaffen, das komplett zuzumachen und auch noch ein paar Specials reinzubauen. Viel Spaß. Bleibt dabei. Wie ihr vielleicht hier hinten seht, haben wir hier noch was zum Abmachen von der Mauer und das machen wir einfach mal jetzt. Ich werde jetzt hier für den Bohrer was bauen. Hier unten kommt unser Kamin hin, hier so, und das Rohr ist, haben wir deswegen mitgenommen für den Kamin. Hier oben haben wir das so gemacht, damit der Rauch da reinziehen kann, und das kommt dann ungefähr hier so hin. Es wird nur ein ganz Mini-Kamin und ich werde jetzt mal das Loch für das Rohr hier buddeln. Jetzt fangen wir hier an, unseren Ofen zu bauen. Dafür haben wir hier das Rohr. Das wird ungefähr auf die Höhe hier kommen. Und das hier ist unser riesiger Stein. Also hier müsst ihr euch vorstellen, mauere ich jetzt das wieder hoch, ungefähr auf die Höhe. Und dann kommt ganz oben der hier drauf. Und das Blech hier kommt natürlich unter den Stein noch. Das machen wir jetzt.
Wir machen jetzt mal das Feuer an, dafür nehme ich hier einfach diese Fackel. Ich habe mir eben hier so schön kleine Dinger gemacht, guck mal, wie gut die brennen. Und das hier ist unser neuer gemauerter Ofen. Ihr seht morgen einfach alles nochmal viel besser. Und wir werden heute oder jetzt gleich mal ausprobieren, ob unser Ofen auch zieht oder nicht. Also, wie ihr seht, das Feuer brennt richtig gut und wir haben hier drinne jetzt hier noch eine leichte Rauchentwicklung, das können wir aber mit Erde stopfen und wir gucken jetzt mal draußen, ob unser Ofenrohr, ob da Qualm rauskommt oder ob das einfach nur für die Katz war. Wie ihr jetzt seht, aus unserem Shelter kommt oben noch ein bisschen Qualm raus, aber das meiste kommt eigentlich hier raus und wie ihr auch seht, dass der zieht, kann man ganz gut erkennen. Die Flammen gehen rein. Da die Flammen richtig da sich reindrehen drinne. Und genau, wir haben hier auch noch so eine Klappe, die könnte man auch noch schließen, aber das brauchen wir nicht. Der Beweis dafür, dass der Ofen heiß ist, ich habe das eben ins Rohr gehalten. Oder kurz davor. Und dann ist es abgeflammt. Seht ihr das? Das war's jetzt wohl. Mit der Rode. Ja. Hier haben wir jetzt unser Abendessen. Es gibt heute einmal den Benzreis und ich habe hier aus Spanien ja so Käsenudeln. Dann haben wir hier hinten noch Wasser. Hier haben wir den Grail. Der ist natürlich auch wieder mit dabei. Dann haben wir noch hier einmal Tomatensauce und Reis. Frühstück haben wir auch noch was Schönes morgen früh mit. Und ja, ihr seht hier hinten. Pancakes, ne? Genau. Morgen haben wir noch Pancakes. Und ihr seht, da hinten ist meine Flasche. Mein Becher auf dem Rohr. Und da kocht das Wasser schon ganz gut. Und Luca hat hier seine Tasse. Und hier hat er jetzt mal seinen Essbit-Kocher. Und damit macht er sich jetzt das Wasser für den Reis dann heiß. Also er will es einfach mal ausprobieren. Und ja, unser Feuer da unten brennt gut. Wir haben da hinten jetzt auch noch das Holzlager hier. Das Holzlager und die Gaslampe aufgestellt. Und wie ihr seht, hier ist nirgendwo Rauch drin. Hier ist kein Rauch. Erst da hinten. Das dunstet aber nur aus, es ist kein Rauch von dem Feuer. Also hier seht ihr das an der Seite. Das dunstet aus. Das ist halt, weil das alles trocknet. Und wir lassen es uns jetzt mal gut schmecken und wir sehen uns gleich, wenn das Essen fertig ist. Essen ist auf jeden Fall fertig. Der Essbit-Kocher hat 10 Minuten gebraucht. Ihr seht, da ist jetzt der Reis drin und der Essbit ist jetzt weg. Da ist jetzt noch Tomatensauce, das macht Luca noch rein. Wir haben jetzt die Lampe da hinten nach da gestellt und haben jetzt nur die LED-Lenser noch, wenn wir filmen. Und ich habe hier diese Nudelsauce und noch ein Brötchen und jetzt würde ich sagen, gibt es erstmal Essen. Und ja.
wir haben auf jeden Fall fertig gegessen. Feuer, wie ihr eben gesehen habt, brennt auch noch ganz gut. Wir haben jetzt minus 2 Grad draußen. Luca kann es euch vielleicht nochmal zeigen. Und wir haben diesmal wieder den Bundeswehr-Schlafsack. Habe ich mit dabei. Und wir schlafen auf einer Decke. Und auf dem Schafsfell. Also schön gemütlich. Und wie das hier alles aussieht, das zeigen wir euch morgen früh nochmal. Mal gucken, wie wir die Nacht überstehen. Also das vorletzte Video war ja ein Abbruchvideo. Also ein halbes, morgens um 5 Uhr. Mal gucken, wie dieses Video wird. Und ich lasse mich überraschen, was jetzt gleich passiert, wenn wir ins Bett gehen. Wir gucken jetzt noch einen Film. Und so, dann gehen wir schlafen. Wir sind jetzt auf jeden Fall schlafready. Es ist jetzt 1 Uhr. Und ja, Lampen machen wir jetzt aus. Luca macht die aus. Xing Shang, wer die ausmacht natürlich. Und ihr kommt jetzt in die Box. Und wir sehen uns morgen, ne? Genau, und dann sehen wir uns morgen. Guten Morgen, ich bin gerade aufgestanden. Es ist 7.30 Uhr, 7.29 Uhr. Und die Nacht ist sehr gut überstanden. Wir hatten bis zu minus 3 Grad. Bild wird jetzt nochmal eingeblendet für die Wettervorhersage. Und ja, wir stehen jetzt gleich langsam auf, machen dann gleich das Feuer an. Bis gleich. Ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen was gespalten, kleinere Sticks und größere, und ich spalte jetzt noch mal ein paar. Feuer brennt auch wieder. Und die Sonne scheint schön rein. Und Luca holt schon für den Milchreis die Milch. Und dann gibt es schon Frühstück. Und dann kümmern wir uns ums Dach. Und ich würde sagen, ihr seht jetzt nochmal ein paar Drohnenaufnahmen. Wir haben jetzt hier so heißes Feuer, dass es oben aus dem Kamin gar nicht mehr richtig rausdampft, weil es einfach jetzt dadurch, dass wir das hier immer drauflegen, gleich trocknet. Und eben habe ich ja das Holz gespalten und dann legen wir das da drauf und das qualmt dann so ein bisschen aus, weil die Platten hier, die sind schon relativ warm wieder. Und jetzt gibt es Milchreis und Pfannkuchen.
hier kocht gerade die Milch auf dem Essbildkocher. Und unten ist auch gut Hitze wieder drin. Holz haben wir immer noch genug und Qualm zieht immer noch sehr gut ab. Wir haben jetzt mal den Milchreis mit dem Pfannkuchen gemischt. Das ist eine geile Fusion. Plastikmüll, den nehmen wir natürlich mit. Da hinten sehe ich auch gerade noch Müll, den holen wir gleich mit zusammen. Dann ist, ich lege das kurz hier hin, mal eine Bierdose und eine alte Bratpfanne, wo mit Klein- und Großkaliber draufgeschossen wurde. Man sieht hier auf jeden Fall ganz gut die Einschüsse und die Austrittslöcher. Und wir holen jetzt da hinten noch den Plastikmüll. Luca macht in der Zeit die Isomatten weg und ich bin mir nicht sicher, ob das Plastikmüll ist, aber sieht ganz stark ja noch aus. Ja, hier. Einfach mitnehmen nach Hause, weil es verschmutzt den Wald und wenn ihr es seht, dann nehmt es mit und vor allen Dingen kein Müll in den Wald erst schmeißen. Das war es somit auch mit dem Video und ich würde sagen, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Genau, liken und abonnieren, Glocke aktivieren, Müll mitnehmen und schaltet ein oder schaut euch auch das Video auf dem anderen Kanal an. Könnt auf jeden Fall lustig werden mit unseren Englischkenntnissen und ja.